Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Amber's Airline 7 Wonders. Wir machen weiter mit Level 12. Eine ganz neue Welt. Erziele 3 Combo Service, finde die Maus. 3 Combo Service, okay. Ob wir in Indien wohl sauberes Wasser haben werden? Ja, ich sehe da kein Problem. Die Doktoren haben gesagt, man muss darauf achten, was man trinkt, weil das Risiko besteht. Ethel, ich sehe da kein Problem. Ich habe das mit Emma abgesprochen. Wir haben genug zum Trinken da. Okay, das ist gut. Wie sieht es mit dem Essen aus? Was steht in der Packungsbeilage deiner Medikamente? Wenn dir wohler dabei ist, können wir natürlich auch einfach nur in der VIP-Lounge essen. Ah ja, bitte. Das würde mich wirklich beruhigen. Du machst dir zu viele Gedanken. Wenn die Ärzte meinten, die Reise wäre zu gefährlich, hätten sie mich nie gehen lassen, oder? Okay. Beruhig dich. Du bist im Urlaub. Hab Spaß. Die Crew hat alles unter Kontrolle. Ich bin sehr gespannt, ob wir erfahren werden, was sie für eine Krankheit hat. Ich kaufe das. Und was kaufe ich noch? Ich kaufe das. Okay. So, drei. Oh, okay, hier ist was Neues. Dreimal Combo Service und so. Okay. Ja, dann komm mal her. Und du möchtest, Alter, was möchtest du? All das, das und das? Okay. Ich hoffe, ich krieg das hier hin mit dem Combo. Warte mal, Combo Kram. So, dann hole ich jetzt das, dann hole ich das, dann bringe ich dir das und dann bringe ich dir das. Ja, und dann habe ich doch schon eine Kombo-Dingsbums. Okay, du dahin, du dahin. So, den Dingsbums hier, und da brauchen wir das, das und das. Hierhin, dahin. Ja, wo ist Indien? Da. Erstmal Indien suchen und schon wieder. Oh mein Gott. Was? Was? Habe ich was? Was habe ich denn jetzt? Nein, ich habe was falsch gemacht. OMG. Scheiße. Warte mal, du willst das und das und das. Ach Mist, ey. Das brauche ich. Du kommst dahin. Das ist ja jetzt doof gelaufen. Naja. Kann ich nicht ändern. So, warte. Ja, hier. Da ist Indien. Oh Gott. Und schon. Nein. Oh, Chaos. Chaos. Ja. Jetzt werden alle sauer. Aber ich habe die Maus. Das ist die Hauptsache. So, warte. Du willst das hier hin. Dann gehe ich dahin. Du kannst hier runter. Okay. Mein Kombo-Kram habe ich auf jeden Fall. So, warte. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Das hätte ich dabei gehabt. Das war blöd. Das brauche ich hier. Du kommst da hin, ich streiche das hier mal vom Tablett. Das macht mich ganz nervös. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich hier hin. Da gehen wir jetzt mal schnell kassieren. Du kannst hier hoch, okay. Dann gucken wir bei dir, du hier rüber. Du dahin. Ich habe gerade die Vollpanik. Alter, ist das jetzt hier gerade so schwierig, ey? Das gibt's doch nicht. Ja, weil ich schon wieder keine Tabletts habe. Oh, come on, ey. Brauche ich das, brauche ich das. Nehme ich mit dahin, dahin. Komm, schaffen wir noch. Nein, doch. Nein, haben wir nicht geschafft. Also, wir waren nicht schnell genug hier bei ihm. Naja. Vielleicht nochmal irgendwie mit Kombos hier arbeiten. So, was willst du? Willst dahin? Du möchtest hierhin. Ich kassiere euch mal gerade durch. Du kannst hier auch runter. Ich kann leider nicht sehen. Er will das hier. Okay. Ja, du musst jetzt mal warten da oben. Ich muss jetzt erstmal hier Indien suchen. Okay, habe ich. Sehr gut. Du hier hin. Ich habe das Gefühl, ich kriege jetzt meine Punkte nicht. Naja. Und alles nur wegen dem doofen Tablett da hinten. Ach, fängt ja gut an, die Folge. Schon voll versagt hier. So, kriegen wir das noch hin jetzt, oder? Wir kriegen es noch hin, okay. Oh mein Gott. Das wäre ja peinlich geworden. Neue Folge, alles Mist. Ohne diese paar leeren Sitze wären wir voll besetzt.
Ja, eine Familie musste kurz vor dem Abflug stornieren. Das ist zu schade. Leere Sitze fühlen sich für mich immer wie Verschwendung an. Gibt es einen Grund, warum jemand nicht mitten in der Reise dazukommen sollte? Soweit ich weiß nicht. Warum? Schwebt dir da jemand vor? Ja, vielleicht. Wir werden in Kürze landen. Ja, schätze, ich bin nur hungrig. Kalt? Wenn du irgendwas benötigst, wenn du in Snuggford bist, lass es mich wissen. Ja, danke, das weiß ich zu schätzen. Und vergiss nicht, Hank und Adrian stärken mir ebenfalls den Rücken. Alles wird gut. Das Cockpit wird sich ohne dich leer anfühlen. Hey, das ist doch nur für ein paar Tage, okay? Ich habe übrigens letztens irgendwann, da hatten wir diese Folge mit dem Verräter, da habe ich einen Verdacht geäußert. Ich glaube aber, da lag ich falsch. Ich hatte eigentlich hier den Co-Piloten in Verdacht, aber inzwischen glaube ich was ganz anderes, wer hier der Verräter ist. Aber okay, wir werden sehen, wir werden sehen. Neues Minispiel. Henna. Zeichne mit Henna indische Symbole auf die Hände des Reisenden. Jede Zeichnung wird mit einer Bewegung assoziiert. Merke sie dir, um schneller zu zeichnen. Aha. Naja, schauen wir mal. Level 13. Oh, warte, doch noch nicht Level 13. Wir gucken erst mal im Tagebuch. Da leuchtet es doch. Mrs. Hope präsentiert. Was präsentiert sie denn? Liebes Tagebuch, ich habe so viele Dinge über jedes der Weltwunder gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass damals der Bau eines schwarzen Taj Mahal geplant war, aber nie umgesetzt wurde. Was? Chichen Itza ist nach der Grundwasserquelle benannt. Im yucatekischen Maya bedeutet Chi Mund, Chen bedeutet Brunnen und Itza Wasserzauber. Faszinierend, nicht wahr? Aha. Okay. Haben wir wieder was dazugelernt? Wir machen trotzdem Level 13. Willkommen. Sieh zu, dass dir die Elefantenstatuen nicht ausgehen. Okay. Elefantenstatuen. Das heißt, wir sind gelandet. Na gut, das ist dann wohl der Abschied. Hey, es ist doch nur für ein paar Tage, oder? Hast du selbst gesagt. Wenn alles gut geht, ja. Ich zähle bis dahin auf dich. Wir stehen alle hinter dir, Kyle. Halt uns bitte auf dem Laufenden, wenn du kannst. Das verspreche ich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schatz. Ich wünsche euch allen eine gute Reise. Kümmert euch um mich, um sie, für mich, um sie. Ja, wir kümmern uns um Karen. Och, Mann. Diese Reise ist ein Desaster. Es liegt an uns, das zu ändern. Wenn wir alle hart genug arbeiten, schaffen wir das. Während unsere Gäste den Taj Mahal erforschen, liegt es an uns, in der VIP-Lounge die Stellung zu halten. Du kannst auf uns zählen. Ach so, wir sind nur in der ollen Lounge. Na gut. Aber wir können irgendwas kaufen in der ollen Lounge. Sitze. Was macht der denn hier? Geduldigere Reisende. Okay, was machen die Lampen? Amber bewegt sich schneller. Was kann das Ding hier? Die Anwesen bewegen sich schneller. Okay, und die hier? Geduldig. Ach ja, ich habe 300. Ja, ich weiß auch nicht. Ich nehme mal das hier. Und dann können wir... Von wo kommen denn die Leute? Ich nehme den hier. Okay. Die Elefanten nicht ausgehen. Die liegen hier. Ach so, hier unten. Aha, okay. Also du kommst dahin. Aha. Und alle wollen Elefanten. Ich verstehe. Natürlich wollen alle Elefanten. Dann werde ich versuchen, direkt nachzuladen, wenn ich einen verbraucht habe. Oder kannst du auch vier? Nee, kannst du nicht. Schade eigentlich. Oh, coole Musik haben wir hier. Was? Moment. Was will er denn jetzt? Ein Kästchen mit rotem Zeug? Und das ist jetzt wo, das Kästchen mit rotem Zeug? Bin ich jetzt total blind? Oh, ja, super. Okay, sorry. Wenn sie natürlich davor steht, ist schwierig.
Klicke auf die Knöpfe, um die Hände des Reisenden mit Henna zu bemalen. Ah, oh, hübsch. Okay, bitteschön, du kommst hier runter. Ach nein, hier, so rum. Okay, du kommst dahin. Ich muss auf die Elefanten aufpassen. Okay, einmal Henna hier oben. Okay. Wie blöd. Steht das Henna-Zeug hier unten und da oben wird gemalt. Das ist wieder extrem ineffektiv hier. So, du möchtest das hier. Okay, du kannst hier runter. Und du möchtest das und ich möchte die Maus. Maus. Achso, das ist Reis. Und was noch? Man weiß es nicht. Ich muss gerade mal kassieren. Du kannst jetzt mal hier hin und du möchtest einen Elefanten gleich auffüllen. So, du da, du hier. Und dann möchtest du das hier. Sind das irgendwie Linsen oder so? Reis und Linsen, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Naja. Irgendwas Leckeres. So, du hier, du da, du möchtest das. Deins nehme ich diesmal auch gleich mit. Machen wir mal eine Kombo. So, dann renne ich da hoch. So, es darf noch jemand kommen, bitte. Okay, du kannst hier hin. Noch jemand, bitte. Ich hole das. Achso, jetzt kann sie da nicht hin. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, dann komm hier runter und du kommst hier rüber. Einen Elefantus. Dann gehe ich hier hin, dann fülle ich auf. Du kannst hier hin. Dann holen wir das Henna darüber. Ziehen. Ah, okay, schon fertig. Dann brauche ich hier Reis und dann gehen wir kassieren. So, du hier runter. Du da hoch. Was möchtest du? Die Linsen, ne? Und das Henna packe ich ein, okay. Einmal so. Jawohl. Ach, okay, das war's schon, oder wie? Ach, Gottchen. Na gut. Hier steht auch noch irgendwas. Frage mich, wahrscheinlich wird hier noch mehr dazu kommen, ne? Naja, so, sehr gut. Wir haben alles. Mit Leichtigkeit. Ziemlich cool, oder? Oh, ja. Ja, es ist etwas Besonderes, das stimmt. Ein gewaltiges Marmormonument für die Liebe eines Mannes. Ich dachte immer, es wäre ein Palast. Ja, das stimmt auch, fast. Es ist in Wirklichkeit ein Mausoleum. Shah Janan, ein Mogulkaiser, verlor seine Frau bei der Geburt eines Kindes. Er war untröstlich. Oh ja, daran erinnere ich mich. Der Tod seiner Frau veränderte ihn. Er wollte nicht loslassen. Der Taj Mahal war seine Art, sicherzustellen, dass beide für immer zusammenbleiben können. Sie sind beide heute noch dort drin begraben. Ihre verzierten Sarkophage sind nebeneinander aufgebahrt. Das ist irgendwie echt romantisch. Er muss sie wirklich geliebt haben. Ja, das hoffe ich zumindest. Das wäre nämlich ihr 14. gemeinsames Kind. Na, da hat es aber gerade geleckt. Aber die beiden verstehen sich ganz gut. Auf jeden Fall prahlen sie mit ihrem Wissen. Okay, da oben können wir Klamotten machen. Das machen wir im Anschluss. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir machen das. Hau den Mauswurf. Aha. Finde so viele Karl wie möglich. Alles klar, da muss ich mich konzentrieren. Wenigstens brauche ich nicht auf Amber achten. Und auf die Plätze fertig. Ach du Scheiße. Auf die Plätze. Ach du Scheiße. Hey Karl, wo bist du? Oh mein Gott, ey. Gerade noch da an den Ohren erwischt, ne? Boah, meine Hand zittert irgendwie. Das ist irgendwie nicht so günstig zum Spielen. Aber naja, wir werden das hier hoffentlich hinkriegen.
Ja. Die kleine Karlmaus. Geh weg. Mach den Schriftzug weg, der stört. So kann ich nicht arbeiten. Ja, da haben wir den. Sehr gut. Dritten Diamanten. Da und da noch. Und da oben noch irgendwo. Und hier noch. Und da noch und da noch. Oh, jetzt ist gut. Ich will nicht mehr. Wo ist. Okay. Meine Hand tut voll weh. So, und Level 14, Postmeisterin. Erhalte die Postkarten. Oh, das erinnert mich an deine allererste Reise, als wir nach Tahiti geflogen sind. Ich war damals noch nicht mal eine echte Flugbegleiterin. Erinnerst du dich noch an den Mann, der auf dem Rückflug eine allergische Reaktion hatte? Du hast ihm sein Leben gerettet. Ja, also eigentlich hat Clark sein Leben gerettet. Ich wusste nur, wo seine Allergietabletten waren. Drücken wir die Daumen, dass wir dieses Mal ohne medizinische Notfälle fliegen können. Ja, hoffentlich. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Eine kranke Patientin habt ihr hier schon irgendwie mit. Oh mein Gott, wir kriegen was zu trinken. Warum? Oh mein Gott, ich hasse es. Okay, dann kaufe ich das direkt. So, was soll ich machen? Postkarten erhalten. Okay, füllen wir erstmal Le Diamantos auf. Und dann gucken wir mal hier mit den Getränken. Wir haben Orange und wir haben Blau. Aha. Hier, es darf noch jemand kommen. Noch jemand bitte? Aha. So, wie geht das jetzt hier? Du kannst darüber. Ja, okay. Schirmchen ist schon drin. Okay, das ist gut. Warte. Dann gehen wir da hoch. Machen bitte einmal Henna. So, du kannst hier runter. Was möchtest du? Aha, okay, das schaffe ich. Das schaffe ich ja gerade noch so. Ach so, hier kommen die Postkarten. Alles klar. Und dann brauche ich ein Schirmchen Drink. So, du hier runter. Und einmal Reis für dich. Der nächste bitte. So, du kannst hier Platz nehmen. Der nächste bitte. Einmal Linsen für dich. Du hier rüber. Oh, ich gehe mal kassieren. Ich gehe mal gerade kassieren. Okay. Da hoch. Sehr gut. Postkarte. Du hier runter. Die Maus. Da ist sie. Warte, erstmal das Getränk. Dann hole ich das. Gehe ich da hoch. So, du hier hin. Und einmal Linsen. Okay, dahin. Kann noch jemand kommen? Du dahin. Jetzt haben die alle keine Goldherzen hier. Warum denn nicht? Ihr seid aber doof alle. Echt. So, warte, sie möchte das und dann holen wir das. So, und dann gehe ich die durchkassieren. Die verliert da schon ihr Herz. So, Postkarten haben wir alle. Hier darf noch jemand kommen, bitte. Ich sehe nichts. Ich brauche ein Schirmchen Drink. Ach, jetzt muss er da oben so lange warten. Naja, das ist dann so. Ja, sorry. Ich kann es nicht ändern, mein Freund. So, dafür kriegst du jetzt umso schneller deinen Reis. Oh. Immer so, okay. Du hier. Dann brauche ich die Fladen. Flados, ihr Lieben. Hier, es darf noch wer kommen. Ich brauche das für sie. Du hier runter. Okay. Ja, er verliert da sein Herz. Ich sehe es, aber ist egal jetzt. Werden wir ja hoffentlich jetzt hinkriegen, oder? Na also. Wunderbar. Alles in Ordnung, Amber. Du siehst ein wenig verdanken gelogen.
verdanken, geloren siehst du aus. Gedanken verloren. Oh mein Gott, ey. Es ist eine komische Geschichte. Ich habe diesen Schlüsselanhänger gefunden. Und darin ist ein Bild von mir als Kind. Das ist komisch. Faith. Ja, tut mir leid. Schätze, ich hatte schon immer einen offenen und ehrlichen Charakter. Erst redet sie, dann denkt sie. Aber sie hat recht, das ist komisch. Bist du dir sicher, dass du das im Bild bist? Ja, ich erkenne den Bauernhof meiner Mutter im Hintergrund. Das bedeutet, es gehört jemandem, der dir nahe steht. Okay, kannst du ihn für uns beschreiben? Wir halten dann auf der Reise danach Ausschau. Das ist sehr lieb von euch. Ich will aber niemanden zur Last fallen. Aber bitte, jetzt halten eine Ex-Bankerin und eine Uni-Professorin Ausschau nach einem Schlüsselanhänger. Oh, vielen lieben Dank, euch beiden. Wir werden unauffällig etwas herumschnüffeln. Na, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bin sehr gespannt, wem der Schlüsselanhänger gehört, wenn er David nicht gehört. Das ist sehr merkwürdig. Neues Minispiel, Postkarten. Finde die richtige Postkarte für den Reisenden. Einige Karten ähneln sich. Achte auf den Text. Aha. Ich sehe schon. Okay. Naja, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren. Jetzt gucken wir es nochmal bei Angela. Ja, winke, winke, ich weiß. Du freust dich, uns zu sehen. Wir haben 15 Diamantos. Okay, dann kaufen wir das. Aber das finde ich schon nicht so hübsch. Das finde ich besser mit dem Schal hier. Was haben wir für Hüte? Den hier. Okay, und Schuhe haben wir auch neue. Jawohl, dann nehmen wir die mit. Fabulicious. Okay, dann machen wir ein Foto. Und dann können die Damen das auch gleich anbehalten für die nächste Folge, ihr Lieben. Und ja, dann hoffe ich, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch und bis dahin.